Über welchen Zeitraum lässt sich der Goldpreis noch manipulieren? Und gibt es bereits Anzeichen dafür, dass wir vor einem noch nie dagewesenen Anstieg der Gold- und Silberpreise stehen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns im heutigen Video. Vorher möchte ich aber nochmal ganz herzlich Danke sagen. Und zwar hatte ich euch ja dazu aufgefordert, dass ihr mir Themenvorschläge schickt, beziehungsweise mir diese in die Kommentare unterhalb vom letzten Video schreibt. Das habt ihr getan und ich bin euch sehr dankbar dafür. Und ich werde die interessantesten Vorschläge aufgreifen und sukzessive abarbeiten. Worüber ich mich sehr erstaunt habe, viele von euch wollten, dass ich mich zu den Themen wie Riester, Wohnriester oder Bausparverträge äußere. Das tue ich natürlich sehr gerne, denn es sind ja unter anderem genau diese Produkte, die einen soliden Vermögensaufbau verhindern. Ja, ob es sich lohnt, solche Produkte abzuschließen oder laufende Verträge etwa zu kündigen, darüber werde ich definitiv auch in einem kleinen Teil meines neuen Videokurses berichten. Vorher möchte ich euch bitten, besucht unbedingt auch mein Webinar. Darin erhaltet ihr ganz ausführliche Informationen und Hintergrundinformationen genau zu diesem Thema. Dann noch etwas. Ich werde mich Mitte Dezember mit Herrn Dr. Markus Krall über die derzeitige Situation unterhalten und auch einen Mitschnitt von diesem Gespräch auf diesem Kanal veröffentlichen. Daher habe ich eine ganz große Bitte noch an euch. Welche Frage würdest du an Dr. Markus Krall stellen? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Die besten Fragen werde ich auswählen und mit Dr. Markus Krall darüber sprechen. Denn wir wollen ganz konkret die Fragen beantworten, die euch auf der Seele brennen. Okay, jetzt aber zum Thema des heutigen Videos. Stehen wir vor einem massiven Anstieg des Goldpreises? Meine Einschätzung ganz klar ja, das tun wir. Wie komme ich darauf? Nur die Zeichen häufen sich, dass der Dollar als Leitwährung langsam aber sicher ausgedient hat und Russland jetzt ganz offiziell von einer De-Dollarisierung spricht. Interessant in diesem Zusammenhang sind vor allen Dingen die massiven Goldkäufe, die Russland seit einigen Jahren tätigt. Alleine in diesem Jahr waren es stolze 128 Tonnen. Die russischen Reserven belaufen sich mittlerweile auf rund 2240 Tonnen. Aber eben nicht nur Russland, sondern auch China und die Türkei decken sich massiv mit Gold ein, um den Yuan dadurch Stabilität zu verleihen. Die Auswirkungen dieser massiven Käufe auf den Goldpreis waren jedoch nicht wirklich wahrnehmbar. Festzuhalten bleibt jedoch, die neue Weltleitwährung heißt Gold. Anders kann es gar nicht sein, denn sonst würden sich Russland und China nämlich mit amerikanischen Staatsanleihen eindecken. Aber das Gegenteil ist der Fall. Russland und China verkaufen ihre US-Staatsanleihen und füllen ihre Depots stattdessen lieber mit Gold auf. Im Übrigen, geht es dabei nicht nur darum, die eigene Währung durch Goldvorräte aufzuwerten. Ein weiterer wichtiger Grund wird sicher auch sein, dass man mit Staatsanleihen ja keinen sofort verfügbaren Wert im Tresor hat, sondern zunächst einmal eine Forderung an ein anderes Land. Und ob die USA gegenwärtig zu den Schuldnerländern gehören, denen man trauen kann, offensichtlich nicht. Das Vertrauen in Gold ist definitiv größer, zumindest bei Russland und China. Daher lautet die spannende Frage, wann kommt der Preisanstieg und wie hoch wird er ausfallen. Während sich die Preise für alle Güter und Dienstleistungen auf der Welt aus dem Angebot und der Nachfrage entwickelt, so geschieht das beim Gold, wie ihr sicherlich wisst, leider etwas anders. Der Goldpreis wird nämlich täglich in London in einem sogenannten Fixing festgelegt. Und der Goldpreis, da sind sich alle Experten einig, ist deutlich unterbewertet. Er ist, um es einmal vorsichtig auszudrücken, verdächtig billig. Das muss er auch sein, denn man versucht dadurch zu suggerieren, dass Gold eigentlich keine Bedeutung hat. Im Umkehrschluss heißt es aber, Russland, China, die Türkei und andere Länder kaufen gerade Gold in gigantischen Mengen zu einem, und das ist entscheidend, historisch niedrigen Kurs ein. Mal nur so ein Gedanke von mir. Was macht eigentlich ein Minenbetreiber? Kann dieser überhaupt rentabel arbeiten, wenn er sein Produkt so offensichtlich unter Marktwert verkaufen muss? Ich behaupte, ein massiver Anstieg des Goldpreises, wie wir ihn lange nicht gesehen haben, kann in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Ich glaube nicht, dass die USA noch lange bereit sind,
dabei zuzusehen, wie Russland und China ihre Goldvorräte zu Dumpingpreisen aufstocken. Wirtschaftlich gesehen haben die USA mit Sanktionen und Strafzöllen im Grunde alles ausgespielt. Militärisch bleibt es sehr wahrscheinlich nur bei einem Säbelrassen gegenüber China und Russland. Was bleibt also noch? Ganz klar, der Goldpreis muss langfristig rauf. Das ist mal eine Einschätzung meinerseits zur derzeitigen Lage. Was glaubst du, kann der Goldpreis weiterhin auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden? Schreib es mir bitte in die Kommentare. Dann noch ein wichtiger Tipp. Wenn Staaten sich mit Gold eindecken, dann kann es ja kein Fehler sein, wenn du deine eigenen Vorräte ebenfalls aufstockst, solange der Preis noch so günstig ist. Wenn dir mein heutiges Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal inklusive Glocke. Wie bereits eingangs gesagt, bitte ich euch auch, meine kostenfreien Angebote zu nutzen. Abonniert meinen Strategie-Newsletter, besucht mein Webinar und vor allem, ganz wichtig, nutzt bitte die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. Wie gesagt, das alles komplett kostenfrei. Ja, das war's auch schon wieder aus Eichenzell. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute bei euren Geldanlagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Daniel Sauer.